Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transportiva 2, Folge 22, Staffel 5. Jo, zuallererst natürlich wie immer erstmal ein großes, großes Dankeschön für all eure Kommentare, Vorschläge, Abos natürlich, Likes sowieso. Aber zu erstgenannten. Ich hatte viele neue Kommentare. Zum Beispiel schon mal ein Dankeschön bekommen für die Mod-Vorstellung in der Folge Nummer 19. Und da habe ich auch schon in den Kommentaren drauf geantwortet. Ich weiß nicht, ob ich das so direkt mache, so Mod-Vorstellungen an sich. Ich meine, es gibt schon jemanden, der das macht, der Train Gamer, und ich finde, der macht das richtig gut. Warum sollte ich dann das auch so machen wie er? Ich überlege. Aber das ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste. Wenn es noch Fragen zu Mods gibt, die ich nutze, werde ich sie gerne hier innerhalb der Folge beantworten. Also immer raus damit, wenn es Fragen zu den Mods gibt. Das mache ich. Aber ich glaube, ich werde nicht so direkt reine Mod-Vorstellungen machen. So, und dann hatte ich natürlich einen Vorschlag bekommen von, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich würde es Jakob aussprechen, aber es könnte auch die amerikanische Variante von Jack Cobb sein. Und hat mich so drauf hingewiesen, dass ich vielleicht mal meine Regionalbahn und so durchnummerieren sollte. Und da hat er gar nicht so Unrecht, das werde ich mal im Off machen. Definitiv, finde ich keine schlechte Idee. Ich glaube, es wird arschlangweilig, wenn ich das während des Spiels mache. Muss ich mal ausprobieren, muss ich mal testen. Achso, ich quatsche, ich könnte schon mal die Zeit laufen lassen. Ich könnte das dann während des Spiels machen, ich muss mal gucken. Wir hatten uns aber erstmal vorgenommen, wir wollten hier von Heiligenwald nach Fehlen und Lütjenburg und dann von Heiligenwald hier rüber nach Rudolfstadt und Erbach ein bisschen was bauen. Ein bisschen Zeit wollten wir vorlaufen lassen. Aber erstmal vielen lieben Dank für diesen wirklich sehr konstruktiven Beitrag. Sowas mag ich ja persönlich sehr, sehr gerne. Und deswegen werde ich das sehr zeitnah umsetzen. Mal sehen, ob ich zwischen den Folgen aufmache oder hier, während ich hier quatsche. Oh, jetzt fängt es aber ganz kurz an zu ruckeln. So. Jetzt müssen wir Heiligenwald noch einen Bahnhof verpassen. Und ich glaube, Heiligenwald wäre so ein Fall. Hier für die Baltimore Penn Station, für die amerikanischen Bahnhof. Sieben Hauptgleise finde ich ein bisschen viel. Ich würde erstmal mit 5 anfangen wollen. Nee. Ich weiß, das kostet jetzt gerade ein bisschen was. Ich muss doch pausieren, sonst baut das sofort nach. Das will ich nicht. Ich würde gerne hier ran. Oder hier in die Mitte. Mitte wäre vielleicht auch ganz nett. Wobei, nee. Nee, Mitte ist blöd wegen Gleisvorfeld und Brücke und so. Dann lieber hier. Moment. Vielleicht doch anders. Ich glaube, ich habe Bock, das anders zu lösen. Ich glaube, ich löse das mit einem Kopfbahnhof hier hinten. So. Da gehen wir auf jeden Fall mit 4 Gleisen und 240 Meter Länge rein und ran. Setzen ihn quasi hier so hin. Ruhig ein bisschen weiter hinten. Hier an die Straße mit dran, das kann auch nicht schaden. So quasi. Können wir die Zeit weiterlaufen lassen. Schließen hier eine schöne große Straße an.
Und solltet ihr euch gewundert haben, warum das in dieser Woche so besonders ruhig um mich gewesen ist. Also diesmal diese Woche nicht mal ein Stream und so. Das liegt daran, liebe Leute, ich habe eine echt verrückte Woche hinter mir. Die fing damit an, wir hatten ja letzten Montag Feiertag, ne? War ja der 1. Mai. Und am 1. Mai war tatsächlich unser Kater verschwunden. Einfach so weg. Hier bauen wir eine Tram hin, ne? Jawohl. Und wir haben den dann den ganzen Montag gesucht. Da ist er ja auch, wie man hört. Der olle Kröterich. Und er war am Ende in der Kanalisation. Also nicht in der Abwasserkanalisation, nicht in der Stinkekanalisation, sondern in der Oberflächenwasser. Also da, wo das Regenwasser bei uns im Dorfe abläuft, Kanalisation. Wie er da hingekommen ist, keine Ahnung. Er spricht mit uns auch nicht drüber. Nur halt sehr viel Panik und Stress. Und kurz gesagt, ich saß so etwa bis Mitternacht vor so einem geöffneten Regeneinlass, also vor so einem geöffneten Schacht, und habe gewartet, dass Monsieur da auch wieder rauskommt. Und die ganze Nummer hat mich dann halt leider sehr verfolgt, also das heißt verfolgt, in Anführungsstrichen sehr, sehr erschöpft und mitgenommen. Weil erst irgendwann nach Mitternacht raus, den Schacht wieder schließen, alles rückbauen. Während ich davor saß, habe gewartet, war es ja auch kalt, habe ich viel Kaffee getrunken, konnte nicht pennen. Folglich war ich Dienstag überhaupt nicht im Ansatz in der Lage, auch nur in irgendeiner Form aufzunehmen oder ähnlichen. Und ich hoffe, da seht ihr mir das so ein bisschen nach, dass ich halt an dem Tag nicht gestreamt habe. So, ich baue hier übrigens noch eine Straßenbahn gerade ran. Und nachdem das dann halbwegs wieder in Ordnung war, habe ich natürlich am Donnerstag fürchterliche Zahnschmerzen gehabt und musste Freitag erstmal zum Zahnarzt. Und auch hier wieder seht es mir ein bisschen nach, aber irgendwie fehlt einem dann die Motivation, wenn man die Fresse dick hat, auf gut Deutsch, dann noch groß zu streamen oder ähnlichen. Ne, das tat einfach nur weh und ich war froh, dass ich dann zu Hause war. Deswegen, Entschuldigung, dass ich nicht gestreamt habe, aber ich denke, ihr seid auch so zurechtgekommen. So, kann man das beides jetzt hier ändern? Mal gucken. Haben wir jetzt hier eine Tram drin? Nee, ne? Ich fürchte, die müssen wir neu bauen hier. Mal kurz Pause machen, dann reißen wir sie ab und bauen sie neu. Welche ist denn das? Ist das die, die ich auch gerade gebaut habe? Wie ist das? Bauen wir sie schon im Modernen? Nein. Bist du doch, oder? So mehr oder weniger, ne? Wieso sind da bei mir die Bäume drin und hier nicht? Ist doch eine andere. Ist das doch eher du hier? Nee, das kannst nur du sein. Das bist nur du. Aber wo kriege ich diesen? Ach, diese. Ja,
Alles klar, das ist die elektrifizierte Tram. Machen wir diesmal aber mit dem Teig. Teig, genau, Teich. 1, 2, 3. Ja, bauen wir so. Reißen hier ab. Und setzen hier neu an. Ja, und so war halt meine Woche, liebe Leute. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass diese Woche vorbei war. Und deswegen hielt sich meine Motivation, groß was zu machen, doch sehr in Grenzen, muss ich sagen. Und deswegen bleibt mir eigentlich nur zu sagen, Entschuldigung dafür, aber ich denke mal, so groß muss ich mich dafür nicht entschuldigen, oder? Ein bisschen nachvollziehen kann man es sicherlich. So, ich baue jetzt hier natürlich noch ein bisschen rum, weil jetzt hier eine zwei Linien reinkommen in die ganze Geschichte. So. Und dann will ich mal was ausprobieren, was Gleisvorfeld angeht. Mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finde, was ich vorhabe. So, wir fangen erstmal an, die Gleise rauszuziehen. Ich so ein bisschen in die Mitte. Ich so ein bisschen in die Mitte. Dass ihr euch dann zusammen hier rausführen könnt. Dann kommst du von hier hier rein. Dann kommst du von hier hier mit rein. Und dann ziehen wir jetzt hier einmal so durch. Und einmal so durch. Ah, die Krümmung ist noch zu groß. Passt nicht. Nee, hier ist irgendwie die Krümmung zu groß. Das heißt, der muss weiter oben raus. Kriegen wir aber hin. Muss ich nochmal abreißen, aber dann kriegen wir das so hin, wie ich mir das vorstelle. Also eher hier oben noch anfassen. Wieso willst du hier nicht raus, du Hund? Wo hat er denn sein Problem hier? So sollst du doch quasi. Kollege. So, und dann setzen wir einmal hier an und dann setzen wir einmal hier an. So, mal eine etwas andere Variante des Gleisvorfeldes. So, und jetzt geht Gleis 1 hier ab. Und wird auch hier mit rausgeführt. Hier vor. Jawohl. So, und das gleiche passiert hier. Du gehst hier raus. Und wirst hier mit lang geführt. Jawohl. Weil dann können wir beide jetzt. Ah, das sieht kacke aus hier. Entschuldigung, liebe Leute, das baue ich nochmal neu. Das gefiel mir von der Optik nicht. Ah, ich sehe gerade, ich habe eh die falschen Gleise erwischt, aber es macht nichts.
Kann man ja schnell umbauen. Und natürlich jetzt schon mit Oberleitung, weil dann brauche ich es nachher nicht umrüsten. Sage ich gleich, wie es ist, weil wir kommen nicht mehr umhin. Bald kommen die ersten. E-Loks und dann habe ich keine Lust, das alles nochmal nachträglich umzurüsten. Und hier, das sieht auch nicht schön aus. Auch das werde ich nochmal neu machen. Quasi so. So, dann bin ich gefragt worden. Ich glaube, es war auch Jakob oder Jacob. Bitte siehst mir nach, falls ich es gerade falsch ausspreche. Warum ich hinter Gleisen immer noch ein Signal setze. Ich weiß, dass ich das eigentlich nicht brauche und dass das vielleicht zu Problemen führen kann. Gefühlt habe ich aber das Empfinden, dass dann Blöcke schneller freigegeben werden. Sprich, wenn jetzt hier einer wartet oder fährt hier raus und hat hier vorne gleich ein Signal, dass sobald er an dem Signal ist, der Block dann direkt freigegeben wird wieder. Dass er da reinfahren kann schneller. Gefühlt. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Meist reiße ich es ja auch wieder ab, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Aber gucken. So, machen wir erst den ÖPNV hier noch fertig. Ja, ne? Damit wir hier schon mal mit ÖPNV ein bisschen Geld verdienen können. Würde ich sagen, 2 Linien insgesamt. Achso, hier fährt auch noch der Fernbus, ne? Jawohl. Also erstmal hatte ich gedacht, ich fahre hier so eine Hauptstrecke hoch und runter. Die nenne ich jetzt auch Linie 2 Heiligenwald. So. Ja, das passt. Und die Linie 1 Heiligenwald. Achso, habe ich gar nicht, ne? Doch, 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 da fährt irgendwo eine. Altdorf. Wieso habe ich die Altdorf genannt? Naja. Brunnenstraße ist zwar ganz nett, aber in dem Falle falsch. Wir machen jetzt erstmal sowieso eine, die hier zukommt, dahin. Dafür fliegt die Brunnenstraße raus. Die reiße ich auch nachher ab. Fährt sie hier zur Schillerstraße, das ist falsch. Ich wollte eigentlich hier lang, ne? Und dann hier hoch. Ja. Also muss die Schillerstraße raus. Und dann nehmen wir dich hier auch gleich mit raus, die Talstraße. Und dann haben wir das erledigt. So. Jetzt fahren wir sie so, wie ich sie gerne hätte. Dreht dann hier und kommt hier rum. Bitte zurück. So. Und dann können wir die Bushaltestellen hier einmal abreißen. Und das ist dann die Linie 1 Heiligenwald. Und wie gesagt, so nach all der turbulenten letzte Woche war ich froh, dass die Woche dann nur noch so dahin für mich so dahin plätscherte. Ich bin dann immer früh zu Bett, weil, Alter, ich werde zu alt für diesen Kram. Ja, ich glaube, so können wir es jetzt erstmal lassen. Was wir jetzt brauchen werden, ist ein Depot für die Straßenbahn. Die setzen wir hier unten ran. Und dann setzen wir, ich weiß nicht, erstmal 2, 4 Stück drauf, ne? Ich habe ja eine neue gekriegt, glaube ich. Eine Moskau, eine Kolomna. Und die Peter Witt Streetcar. Eine amerikanische, denke ich mal. 21, 20. 12.
24. Ach, wisst ihr was? Ich kaufe hiervon 2 und hiervon 2. Und die verteile ich dann jeweils auf eine andere Linie. So. Dann haben wir mich jetzt schon mal den Nahverkehr fahren. Plus Fernbusse. So, dann gucken wir, dass wir jetzt in Wählen einen Bahnhof setzen. Und ich glaube, Wählen kriegt jetzt den... Ah, nee, Wählen kann den nicht kriegen. Ich muss gucken, wie ich die Linie ziehe. Müsste von hier oben irgendwo reinkommen. Umfahre ich also den Berg hier. Also war das ein bisschen übertrieben, der Weg hier. Na, es geht dann hier nämlich weiter. Ganz entspannt. Ja, seht das hier, macht ihr so einen ganz kleinen Vorknick. Das gefällt mir nicht. Würde schon gerne parallel damit fahren. So. Und dann geht er hier um den Berg drumherum, hier lang und kommt dann von hier oben hinein. Das Problem ist, wir brauchen hier viel, viel mehr Gleise. Weil rein und wieder raus. Wobei, das dürfte eigentlich schon fast reichen. Ich baue jetzt hier nochmal ein paar Plattformen mit an. Aber wie gesagt, ich hoffe, ihr habt da so ein kleines bisschen Verständnis dafür, dass ich nicht ganz da war. Und hier kommt jetzt mein Lieblingsteil hin. Eines meiner Lieblingsbauwerke. Kurz pausieren. Und das noch kleiner? Ja, geht fast noch kleiner. Super. Nämlich mein Überwerfungstool. Müssen wir nur mal gucken, dass wir den perfekten Bogen dafür hinkriegen. Soweit ja, aber brauche ihn relativ spitz. So, noch ein bisschen, kriege ich noch ein bisschen spitzer hin. Zu viel. Probier's mal so. Ob er jetzt dafür da unten reinkommt. Das tut er. Das wird hier super ausgefallen, Leute. Das ist mal was ganz Neues, was jetzt hier entsteht. Glaube ich. Also für mich ganz neu. So, und dann wollte ich hier hinter lang, ne? Hier durch. Oder wollte ich hier ganz hinten durch? Ich wollte um den Berg drumherum, ne? Ja. Dann bauen wir erstmal weiter. Fangen wir mit dem an. Quasi so. Gehen jetzt hier durch diesen Bergabschnitt hier durch. Gucken, ob wir da durchkommen halbwegs. Sieht aber gut aus. Jawohl. So, und jetzt gucken wir, das wird der rechte Anschluss.
Ja, so habe ich mir das doch vorgestellt. Jawohl. Guckt's euch an. Genau so. Erste Mal, dass das genauso klappt, wie ich mir das mal vorstelle. Super. Super, super, super. Das wird eine schöne Strecke, glaube ich. Hier so schön durch den Wald durch. Eine sehr angenehme Strecke, glaube ich. Problematisch könnte es nur werden, gleich. Mit dem Zug draufsetzen auf die Linie. Aber ansonsten, guckt mal, so schön mit einer Überwerfung hier, finde ich super. Und wenn es klappt, würde ich gerne hier noch raus und hier oben rauf. Kriege ich das hin? Ne, da ist die Steigung zu groß. Das sieht auch nicht schön aus so. Aber. Grundsätzlich eine andere Idee. Ziehe jetzt von hier unten, vom untersten Punkt hier hoch. Komme hier sehr entspannt hoch. Beziehungsweise ich müsste erstmal von hier nach hier rüber. Das ist wichtiger. So. Damit wir hier sowas ähnliches wie eine Verbindung haben. Das gefällt mir aber optisch noch nicht, liebe Leute. Ich hoffe, da sind wir uns einig, dass das noch nicht so schick aussieht. Reißen wir hier auch noch mal ein Stück ein. Probieren wir es mal von ein Stück weiter hinten hier. Das sieht besser aus. Von der Optik jetzt. So, muss ich jetzt da wieder anschließen. So. Und ich muss natürlich hier noch rüberkommen irgendwie. Auch das sieht für mich recht gut aus. Setze hier ein neues Signal. Setze hier ein Signal als Ausfahrtssignal. Dann kommt das weg. Dann brauche ich hier ein Einfahrtssignal. Hier oben drauf kommt das erste Ausfahrtssignal. Und dann fangen wir an, jetzt hier Blöcke zu setzen. So. Das blockt so ein bisschen vor sich hin. Das sieht gut aus. Hier machen wir das erste Ausfahrtssignal. Und super. So, jetzt sind wir hier angekommen. Das passt. Traumhaft. So, jetzt haben wir schon die erste Linie zwischen Wählen und Heiligenwald. Und jetzt müssen wir auswählen raus hier rüber. Das machen wir mit einer Brücke und gehen dann hier um den Berg rum. Sprich, wir gehen von hier rüber, erhöhen das so ein bisschen, dass er freiwillig eine Brücke setzt. So. Und wir müssen mehr in diese Richtung weg, ne? Jawohl. Müssen wir aber hier wieder ein bisschen weiter runter, so. Oh, wir haben neue Brücken. Ich habe ja immer hier so meine Lieblingsbrücken, wenn ich ehrlich bin.
Ich würde da gerne was anderes nehmen diesmal. Nehmen wir sowas. Passt. So, und jetzt müssen wir natürlich genauso auch hier raus. Oder besser gesagt auch rein. Hier fehlt die Einfahrtsgleis, ne? Weil er hier darf er auch noch nicht rein. Und er darf hier noch nicht rein. So. Und jetzt ziehen wir hier. Aber ich mache es einmal kurz aus wieder an, damit er das auch so gerade zieht. Von sich aus, wie ich mir das vorstelle. So. Dann müssen wir hier zwischendurch. Also sprich hier mit einem großen Bogen. Dann Richtung Lütjenburg. Lütjenburg ist ja auch Ende Gelände. Lütjenburg kriegt dann auch hier ziemlich genau. Seinen Kopfbahnhof. So, jawohl. Vier Gleise sollte hinhauen. So. Und diesmal hier kein großes Tamtam um Gleisvorfelder, weil es geht hier nur in eine Richtung weg. Ziehe hier das zweite Gleis nach. Und dann schließen wir direkt an den Bahnhof an und gut. Dann machen wir kein großes Theater drum. Und dann muss ich gleich noch ein schickes Foto machen. Ihr kennt das ja für Thumbnail. Und jetzt hier kein großes Theater. Hier schnell raus. Quasi so. Und dann können wir auch zu zweit da raus. Dann lassen wir den hier einmal irgendwo anschließen, so. Gut aus. Reißen wir das eine Stück hier wieder ab, damit das parallel läuft, bis hierhin. Und dann geht's los. So, und passt. Noch ein paar Signale gesetzt. Halt, bevor wir Signale setzen können, muss erstmal noch eine Weiche gesetzt werden, so. Jetzt kommt das Signal. So, und üblicherweise würde ich jetzt hier wieder, damit das Signal schnell freigibt, den ersten Block setzen. Aber ich setze ihn diesmal tatsächlich eine Zuglänge weit weg. Und jetzt erst kommen die richtigen Blöcke für den mehrgleisigen, mehrzugigen Betrieb. So, das sieht natürlich hier witzig aus. Davon mache ich natürlich jetzt ein Foto in irgendeiner Form. Mal gucken, dass ich das dann nachher alles schön in den Thumbnail reinkriege. Achso, hier den. Der muss weg. Nochmal. So. Ja, und dann würde ich sagen, bevor den Zug setzen wir in der nächsten Folge drauf. Und deswegen habt vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir weiterhin so liebe, nette Kommentare, Vorschläge. Wie ihr seht, ich versuche, wenn es geht, es mit einzusetzen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Restmontag, falls ihr das auf dem Montag direkt guckt, wenn es rauskommt. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo sehr freuen.